Ja, hallo meine Freunde. Heute für euch mal wieder hier euer Offizier Mihawk und ungewohnt, wie ihr es bestimmt noch fast noch gar nicht gekannt habt, bei Battlefield 3 meine Stimme alleine. Denn das wird heute einfach mal hier ein normales Commentary von mir zum Thema Weihnachten. Ja, aber zum Gameplay erst kurz. Ihr seht hier ein Team Deathmatch auf der Karte Inselkark und ich spiele ein bisschen mit der Pumpe. Und werde die Gegner da versuchen, ein bisschen wegzuratzen. Ja, weiter möchte ich aber darauf gar nicht weiter eingehen, denn das soll heute nun mal nicht das Thema sein, sondern Weihnachten. Ja, nun, es hat endlich begonnen. Es sind nicht mehr allzu viele Tage, bis Weihnachten oder bis der Heiligabend da ist. Knecht Ruppe steht dann vor der Tür mit seinem Sack und sondert die Guten von den bösen Kindern aus. Ja, und verteilt dementsprechend seine Geschenke. Nein, so war das jetzt nicht. Ja, was finde ich an Weihnachten einfach schön? Die Weihnachtsmärkte haben jetzt geöffnet und das ist für mich natürlich ein kleiner Ansporn. Aha, der Schnee fällt zwar noch ein bisschen und da kann man den, meiner Meinung nach, den Glühwein auch nicht so richtig genießen, wie man es gerne hätte, denn zum Glühwein braucht man ein bisschen kältere Luft, ein bisschen Schnee ist da ganz schön. Ich komme ja aus dem schönen Erzgebirge, wo dieses Jahr aber der Schnee komischerweise auf sich wünschen lässt, denn wenn ich gerade nach draußen sehe, dann ist alles noch ein bisschen ziemlich Kork. Es sind so keine Blätter mehr an den Bäumen, aber Schnee ist auch keiner da. Dementsprechend bringt das nicht viel weiter. Ja, wie gesagt, die Weihnachtsmärkte sind eröffnet. Bei mir gleich nebenan ist auch ein etwas größerer Weihnachtsmarkt. Und den besuche ich natürlich ein, zweimal die Woche. Und so gegen Abend, da macht es am meisten Spaß mit Freunden. Trifft man sich da, trinkt ein Glühwein, isst was zusammen, quatscht. Auf dem ganzen Weihnachtsmarkt riecht es nach gebrannten Mandeln oder halbe Meter Bratwurst. Alles, was ist so, was das Schlemmerherz begehrt. Und das ist immer so meine Welt. Also, ich kann mich auf jeden Fall darauf einrichten, dass ich so um die 2 Kilo über die Weihnachtszeit zunehme, was ich natürlich nach der Weihnachtszeit natürlich sofort wieder abtrainieren versuche, denn schlank und rank, was ich kann nicht bleiben, ich lege ein bisschen Wert auf meine Figur. Ja, was gibt's dazu noch zu sagen? Ja, wie gesagt, der Schnee ist noch nicht da, wir haben nur Anfang Dezember und das fehlt mir schon ein bisschen. Zwar als Autofahrer genieße ich es noch, dass noch nicht so viel Schnee liegt und das Chaos noch nicht so sehr da ist wie letztes Jahr, aber die Stimmung kommt irgendwie noch nicht so hoch. Ja, zum Thema Weihnachten, Weihnachtsdekoration in eurem Zuhause, wie sieht denn das aus, möchte ich da gerne mal wissen. Macht ihr da viel Blabla und ja, viel wie möglich. Das Fenster muss leuchten, man muss kaum schlafen können, weil es so hell ist. Oder steht da irgendwie gar nicht drauf? Weil bei mir ist es so, ich habe noch gar nichts bis jetzt. Eigentlich ist es ja dann so immer so, man geht dann langsam auf den Keller, auf den Keller, Entschuldigung, auf den, nee, auf den Boden oder in den Keller, holt seine Kisten, wo du aus dem Vorjahr noch alles eingepackt hast, und baut sie dann wieder auf. Aber bei mir ist das Feeling noch gar nichts da. Ich habe da noch gar nichts da stehen, sehe ich hier. Wenn ich mich hier so umgucke, alles noch ein bisschen karg. Ich bin aber irgendwie auch nicht so der richtige Typ dafür. Da immer so was aufbauen muss und das abbauen, das geht mir eigentlich immer ziemlich auf die Nerven. Ich sehe das ja, das sieht alles schön aus von mir aus. Und wenn ich das bei anderen sehe, ja, da haben sich Gedanken gemacht und draußen die Verzierung. Na gut, ich wohne jetzt in einer Mehrfamilienhaus und habe da kein eigenes Haus. Und ja, das ist das halt nicht so einfach. Ich kann da draußen nie sind, was wir Deko machen, ne? Klar, ne? Also Weihnachtsbaum vor meiner Tür stört die anderen beim Treppenlaufen, würde ich mal so sagen. Und ja, nee, ich bin so nicht so der Typ dafür, wie Christbaumschmuck oder was gibt's da noch? Beleuchtete Engel im Fenster oder diese, na, Schwibbögen, ne? Also bei uns gibt's da im Erzgebirge diese Schwibbögen, sieht ganz. Gibt's feine Sachen, gibt's da schöne Sachen, aber weiß nicht. Ist einfach nicht mein Ding. Keine Ahnung. Also, ja, das Einzige, was ich jetzt gerade hier in meinem Adventskalender, ist der sexy Xmas Adventskalender, wo ich jedes Tag so ein kleines Türchen aufmache und mich da so ein schönes, hübsches Mädel anlacht. Ja, das ist ein kleines Highlight, bevor es auf die Arbeit geht. Ja, finde ich schön. Ja, wie gesagt, ich möchte jetzt gerne von euch wissen, oder ihr könnt mir da ruhig mal in die Videokommentare schreiben. Wie findet ihr das? Baut ihr gerne was auf oder habt ihr auch da voll den Sack voll damit mit der Kacke? Oder seid ihr halt, ja, wie gesagt,
Entweder habt ihr den Sack voll oder habt es gerne schön dekoriert. Das ist meine Frage. Ja, was gibt es jetzt noch zu sagen? Weihnachten an sich, der Heilige Abend ist ja das Highlight. Würde ich das mal so sagen. Für die meisten. Manche interessiert es wahrscheinlich nicht so. Das ist natürlich für mich schon wieder was. Dieser Abend ist was ganz Besonderes im Jahr. Also wahrscheinlich der wichtigste Abend im ganzen Jahr. Man trifft sich mit seiner Familie, obwohl ich sagen muss, ich darf zweimal Weihnachten feiern. So, genau. Denn meine Eltern leben getrennt und dann gehört sozusagen der Weihnachtsabend meiner Mutter und ihrer Oma, also ihrer Mutter, also meiner Oma von mütterlicherseits, und mit denen wird dann abends schön gefeiert, Geschenke verteilt, und das läuft dann so ab, das nennt sich Raclette. Also Weihnachtsabend ist für uns Raclette, das heißt, du hast da so ein Gerät und da kannst du was draufbacken und überbacken, was du willst. Da gibt's kleines Fleisch und Gemüse und einen heißen Stein, da kannst du dein Fleisch drauf braten, und wenn du willst, kannst du auch noch mit Käse überbacken, und das dauert dann ungefähr, das ist eine langwierige Sache, dieses Essen, und damit kann man die Zeit auch sehr gut rumbringen. Also das ist nicht so einfach jetzt, man setzt sich hin, isst und Geschenke ausbacken, wartet da auf irgendjemand und es ist so gemacht. Nee, so ist es halt nie. Das hat da viel, man kann da bei viel reden und man isst doch nicht allzu viel, weil man isst in dem Moment langsam. Und ja, es ist einfach, also ist schön, ne? Also das kann man schon sagen. Und danach wird natürlich immer erst noch ein bisschen gespielt, also Gemeinschaftsspiele werden da einfach gemacht, und das ist halt mal schön, wenn man da alle immer im Jahr da die ganze Familie da zusammen hat. Also gut, die ganze Familie, die Hälfte sozusagen bei mir. Und da einen schönen Weihnachtsabend macht. Der Weihnachtsmann kommt bei mir inzwischen nicht mehr, da ich auch keine kleinen Geschwister habe oder Cousins oder Cousinen mit mir dann nicht feiern. Die da einen Weihnachtsmann bräuchten unbedingt. Außerdem sind selbst die inzwischen aus dem Alter raus, die das ihre, weiß nicht, die werden am liebsten noch den Bord runterreißen zurzeit. Also die glauben ja selber da nicht mehr dran. Ja, und nach dem gemeinsamen Spiele-Täkchen wird dann meistens noch die Geschenke werden verteilt. Also das ist bei uns nicht so pompös, denn ich stehe da auch nicht so drauf auf diese Geschenke. An dem Abend ist mir das ja wirklich wichtig, mit der Familie da zusammen sein und einen schönen Abend zu haben und ein bisschen schöne Stimmung bei gedämpftem Licht, sag ich jetzt mal, nach schönem Essen, ein paar Spiele, gemeinschaftliche Stunden. Und Geschenke sind mir da selber gar nicht so wichtig. Ja, und wie gesagt, das ist der eine Teil meiner Weihnachtsfeier, und dann gibt's immer noch einen nächsten Teil. Das folgt meistens sofort am nächsten Tag bei meinem Vater und meiner Oma väterlichenseits. Dann wird dann schön zum Mittag schön geschlemmt, also da gibt's schöne Haseente, was du willst, mit Klöße, Rotkraut und schönes Hus. Das ist natürlich Schlemm Deluxe, sage ich jetzt mal so, und sehr geil, also das schmeckt, und da bist du meistens voll. Das gibt's zwar nicht ganz so lange wie den ganzen Abend, ist ja nicht ganz so schön, aber man muss halt immer Prioritäten setzen. Ist halt nur Mittagessen, ist halt nicht nochmal ein ganzer Abend. Ja, also ist dann mit der Familie sozusagen nochmal, mit der Seite der Familie, ist das nochmal so, das geht dann auch nicht so lange, und da werden meistens irgendwelche Spiele dazu gemacht. Also da werden dann noch nach dem Essen meistens die Geschenke verteilt und so, dann nochmal, ja, so nett unterhalten halt, ne? Also was da, gut, das macht ja meistens aus, ich sehe meine Großeltern ja auch relativ selten, muss ich ehrlich dazu sagen. Und ich tue das immer komischerweise ein bisschen vernachlässigen, bin dann jetzt nicht so stolz drauf, dass ich das vernachlässige, denn man sollte sie öfters sehen. Meiner Meinung nach. Ja, das war's für sozusagen mein Weihnachtsfest. Und ich möchte mal euch wissen, wie das bei euch ist. Na, schreibt es mir einfach mal, wie ist das bei euch? Ist das ein großes Tara, Pompom und Geschenke und der Rest wird da ein bisschen vernachlässigt? Oder weil ihr noch relativ, entweder noch jünger seid oder jüngere Geschwister habt oder so, wie ist das denn bei euch? Das möchte ich gerne mal wissen. Steht da eher das Schenken im Vordergrund, weil für die Kleinkinder ist es ja meistens so, da steht das Schenken da mehr im Vordergrund, oder steht da eher das Familiäre da im Vordergrund? Ja, das möchte ich von euch einfach mal wissen. Ja, was gibt's jetzt einfach noch zu sagen? Jetzt sind meine zwei Feiertage, sozusagen für mich, in dieser Zeit heftig geschlemmt. Ja,
Das brauchst du ja schon fast wieder von meinem Commentary hier. Das Video ist aber leider noch nicht zu Ende. Also irgendwas muss ich halt mir noch einfallen. Ja, apropos fehlender Schnee. Wie gesagt, ich bin jetzt nicht so böse über den fehlenden Schnee. Denn wenn ich Schnee haben möchte, fahre ich noch weiter ins Gebirge. Denn ich bin begeisterter Snowboardfahrer. Und finde es richtig nice, da über diese Jumps und Rails und wie heißen die? Kicker. Kicker zu springen, und das ist richtig, richtig geil, meiner Meinung nach. Ja, dann fahre ich meistens, also in letzter Zeit habe ich das nicht mal so sehr oft geschafft, aber in den Vorjahren ging das relativ sehr gut. Da war genug Schnee da, ich bin dann noch mit Freunden meistens an Skilifte gefahren und dann Snowboard mit den Freunden. Dann gibt es natürlich Abriss-Ski, ein bisschen Party immer noch danach. Das macht natürlich auch sehr viel Spaß. Und ja, hat man meistens dann viel zu lachen. Und das macht natürlich sehr viel Spaß. Also, das könnt ihr mir natürlich auch noch schreiben. Was macht ihr eigentlich im Winter in eurer Freizeit, wenn ihr mal nicht gerade vom Computer seht und hier Gameplay-Commentaries von Leuten anseht? Ja, das soll es schon jetzt von mir gewesen sein. Wünsche ich euch noch viel Spaß und haut rein, denkt dran, drückt auf Gefällt mir, liked das Video, schreibt Kommentare, bis dahin, euer Offizier Mirok, tschüss! Achso, ja, was ich jetzt noch vergessen hatte, ich hoffe mal, ich denke mal hier nochmal ein schön bisschen Weihnachtsmusik unten drunter, anstatt dieses Kriegssoundes runterzupacken, ist natürlich auch nicht schlecht. So, jetzt soll es aber jetzt von mir gewesen sein, ne? Also, ich wünsche euch noch schöne Feiertage, feiert schön rein in das neue Jahr, zu Weihnachten und bis dahin, guten Morgen! Macht's gut!